Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Wir sind tatsächlich schon am Ende des Septembers angekommen und ja, es ist der letzte Donnerstag im Monat, heute sogar der letzte Tag des Monats und es ist wieder Hörgenusszeit. Das heißt, ein paar liebe BookTube-Kolleginnen und ich stellen euch heute unseren Hörgenuss vor. Das kann ein Hörbuch sein, ein Hörspiel, ein Podcast, allerhand Dinge, die man irgendwie aufs Ohr bekommen kann. Und es gibt eine Playlist und ich packe auch die Stammbesetzung unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Es sind natürlich nicht nur Hörbuchtipps, sondern viele der Bücher, die wir vorstellen, gibt es ja auch in haptischer Form. Also wenn ihr nicht so der Hörbuchhörer seid, könnt ihr natürlich auch immer zum echten Buch greifen. Beginnen möchte ich aber nicht mit meinem Hörgenuss, sondern mit einer Umfrage, die wir jetzt in eure Hände legen. Denn wir vom Hörgenuss, wir möchten gemeinsam ein Hörbuch hören und jeder von uns hat so ein paar Hörbuchideen hineingebracht und ihr dürft heute mit abstimmen. Ich packe die vier genannten Bücher, die ich euch kurz vorstelle, unten in die Kommentare und ihr könnt hier mit einem Daumen hoch eben anzeigen, welches der Hörbücher euch mit am meisten interessiert. Ihr könnt dazu auch kommentieren und uns mitteilen, vielleicht wenn ihr das Buch schon kennt, warum wir es vielleicht auch einfach uns mal anhören sollen. Und wir freuen uns dann, wir vier Mädels, darauf im Oktober das Hörbuch zu hören und werden es dann im Hörgenuss des Monats Oktober dann auch vorstellen, unsere Leseeindrücke so ein bisschen vermitteln. Und ja, wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren des Hörgenusses endlich ein Hörbuch gemeinsam hören können und überlassen euch jetzt so die Auswahl. Also schaut gerne in die Kommentare, da seht ihr die vier Bücher und könnt dann im Grunde abstimmen, was euch am meisten interessiert. Wir beginnen mit dem ersten Buch und zwar ist das Die Mitte der Welt von Andrea Steinhöfel. Das ist ein Roman aus dem Jahr 2014 und der Klappentext heißt: Was immer ein normales Leben auch sein mag, der 18-jährige Phil hat es nie kennengelernt. Denn so ungewöhnlich wie das alte Haus ist, in dem er lebt, so ungewöhnlich sind auch die Menschen, die dort ein- und ausgehen. Seine chaotische Mutter Glass, seine verschlossene Zwillingsschwester Diane und all die anderen. Und dann ist da noch Niklas, der Unerreichbare, in den sich Phil unsterblich verliebt. Das zweite Buch ist ein relativ neues Buch und zwar Grave, der Auftakt einer Reihe von Tracy Wolf. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil, die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt. Doch Jackson hat seinen Ruf nicht umsonst. Je näher sie und der unwiderstehliche Bad Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat jemand es auf sie abgesehen. Das dritte Buch ist Die Nanny von Jilly McMillian. Wie ihr seht, wir haben hier auch einen bunten Genre-Mix bei den Hörbüchern so ein bisschen zusammengetragen. Die 7-jährige Jo wächst im Luxus auf, doch Wärme und Zuneigung erfährt sie nur von ihrer geliebten Nanny Hannah. Als die eines Nachts ohne jede Erklärung verschwindet, bricht für das Mädchen eine Welt zusammen. 30 Jahre später kehrt Jo nach England in das Anwesen ihrer Kindheit am See zurück. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist noch immer geprägt von Vorwürfen und Ablehnung und so ist Jo überglücklich, als eine ältere Dame auftaucht und sich als Hannah, Jos ehemalige Nanny, vorstellt. Doch Jos Mutter ist misstrauisch, denn sie weiß, Hannah ist tot, seit der Nacht vor über 30 Jahren. Wem soll Jo glauben? Ihrer Mutter oder der Frau, die damals das einzig Gute in ihrem Leben war? Und will Jo die Wahrheit überhaupt wissen? Die tut manchmal so weh, dass man lieber mit einer Lüge leben würde. Und das vierte Buch entführt uns dann ein bisschen in die Jugendfantasy und zwar Keeper of the Last Cities, der Aufbruch von Shannon Messenger. Ein episches Abenteuer beginnt. Die 12-jährige Sophie scheint nicht in ihr eigenes Leben zu passen. Sie ist hochintelligent und hat mehrere Klassen übersprungen. Und sie hütet ein großes Geheimnis. Sophie kann die Gedanken ihrer Mitmenschen lesen. Ihr ganzes Leben lang fühlte sie sich als Außenseiterin, bis sie Fitz trifft, einen geheimnisvollen Jungen. Er teilt ihr das Unglaubliche mit. Sie ist mit ihren Fähigkeiten nicht allein und sie gehört dem Volk der Elfen an. Für Sophie beginnt ein neues Leben. Ab sofort besucht sie im Elfenreich eine Zauberschule, doch ihre Vergangenheit holt Sophie immer wieder ein. Wer ist sie wirklich? Warum wurde sie in der Menschenwelt versteckt und vor wem? Die Antworten auf diese Fragen können über Leben und Tod entscheiden.
Vier spannende Hörbücher warten hier auf uns und auch auf euch, denn von euch wird gewählt, welches der vier Bücher wir lesen. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, abzustimmen unter unseren jeweiligen Videos. Egal bei wem von uns vieren sozusagen, läuft die Abstimmung und mit. Wir zählen dann alle Stimmen zusammen und freuen uns dann natürlich auch im Oktober mit euch über das Buch zu sprechen. Gerne könnt ihr dann natürlich euch dem Sieger anschließen und im Oktober mithören oder mitlesen. Wir werden den Sieger auf jeden Fall auch auf Instagram, findet ihr auch in der Infobox, bekannt geben. Da könnt ihr super gerne vorbeischauen und erfahrt dann, welches der Bücher es wird. Und dann könnt ihr natürlich auch gerne einfach mitlesen und im Oktober sich dann auch so ein bisschen mit uns austauschen. Nun aber zu meinem Hörgenuss des Septembers, und zwar ist das Der Astronaut von Andy Weir. Buchinformationen auch unten in der Infobox. Ich habe zu dem Buch als Hörbuch gegriffen, weil der Sprecher Richard Barenberg ist, den ich ja schon durch verschiedenste Hörbücher kenne und ich es unglaublich liebe, wie er Hörbücher vorträgt. Das Hörbuch dauert knapp etwas über 18 Stunden und hat wirklich eine wundervolle Länge, hat eine tolle Atmosphäre und Richard Barenberg macht das wirklich on point. Ich finde, das ist tatsächlich immer wichtig, dass man einen Sprecher hat, der einen mitreißt, der die Geschichte auch wunderbar überträgt. Und das ist hier definitiv gelungen. Es ist das dritte Buch von Andy Weir, der ja bekannt wurde mit der Marciana. Und dann gab es ja auch noch Artemis. Marciana ist ja auch sehr erfolgreich mit Matt Damon verfilmt worden. Das könnte ich mir tatsächlich für den Astronauten auch vorstellen. Wir lernen hier Ryland Grace kennen, der nach einer mehrjährigen Bewusstlosigkeit aus einer Art Koma erwacht und merkt, dass er ganz alleine ist und scheinbar der einzig Überlebende einer Raumfahrtmission. Er erinnert sich nicht so richtig an seinen Namen, kann aber komischerweise Matheaufgaben und andere Art Aufgaben lösen. Er weiß auch Dinge so ein bisschen, die er eigentlich vielleicht gar nicht wissen sollte, weil er ja, wie gesagt, sich auch gar nicht an den Namen erinnert. Aber ihm werden Fragen gestellt von einer Maschine und darauf hat er auch die ein oder andere antwortet. Er erfährt dann auch, dass er sich auf dem Flug befindet in das Tau Ceti Sternsystem. Großartig, wie das dann auch hergeleitet wird, was Millionen Kilometer von zu Hause unserer Erde auch entfernt ist. Anfangs weiß er nicht mehr, was ihn eigentlich dort erwartet, warum er auf diese Reise ist, was er dort soll, warum überhaupt er sich auch auf die Reise begeben hat, warum alle anderen auf dieser Mission gestorben sind und stellt sich natürlich all diese Fragen und das versuchen wir auch mit ihm ein bisschen herauszufinden. Doch nach und nach merkt er dann, dass es eine wichtige Mission ist, auf der er unterwegs ist und dass davon die Zukunft der gesamten Bevölkerung, der gesamten Menschheit abhängt. Denn die Sonne scheint nicht mehr so lange Kraft zu haben und was das natürlich für unser Sonnensystem bedeutet, ja, das kann man nur erahnen. Er ist auf der Suche nach dem Gegenmittel, bis er dann auch irgendwie auf unverhofften Besuch stößt. Klingt ziemlich abgefahren, fand ich auch, ist es. Ich liebe Science Fiction, ich mochte die Bücher von Andy Weir bisher super gerne und bin besonders ein großer Freund seines Humores. Und den muss man definitiv teilen, den muss man mögen, sonst hat man keinen Spaß an dem Buch von Andy Weir. Es ist ein sehr spezieller, zum Teil trockener Humor. Es ist auch so ein bisschen Humor, der dadurch, dass ja sehr häufig auch diese Selbstgespräche geführt werden, so ein bisschen gemeiner sind, vielleicht auch ein bisschen kürzer gefasst sind und man muss das einfach mögen. Man muss mögen, wie Andy Weir seine Charaktere mit sich reden lässt, welche Gedanken ihn hier verfolgen, was er vielleicht auch niederschreibt oder niedervloggt oder ähnlichem, weil sonst, glaube ich, macht es einfach keinen Spaß. Ich hatte viele Schmunzler und viele Lacher in diesem Hörbuch und konnte mich da wunderbarst einfühlen und ich liebe diesen Humor von Andy Weir und ich mag auch den Humor unseres Charakters Ryland Grace. Er ist ein super sympathischer Protagonist, mit dem man wirklich mitfühlt. Auch dadurch, dass wir das in der Ich-Perspektive erzählt bekommen, ist man ganz nah an ihm dran und bekommen wirklich alles mit. Seine Gedanken, seine Gefühle, seine Zweifel, auch wenn Dinge ihm einfach wieder einfallen, wir erfahren es als erstes und sind hier ganz nah in der Geschichte. Für mich kommt Ryland nicht ganz an Mark Watney ran, aber er ist definitiv näher, als es zum Beispiel vielleicht Artemis aus dem zweiten Buch sozusagen, weil die Geschichten sind komplett unabhängig, aber ich weiß, dass Mark Watney sehr viele ins Herz geschlossen haben und bei Artemis irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so rangekommen sind an sie als Protagonistin. Hier glaube ich, dass man mit Ryland Grace definitiv einen Protagonisten hat, mit dem man wieder mitfiebern kann und sich mitreißen lässt. Es ist ein sehr flüssiger Schreibstil, es hat
wirklich wunderbare Momente inne gehabt, Wendungen, die ich sehr spannend finde. Ich konnte hier wirklich stundenlang zuhören und muss auch sagen, dass mir sehr gut gefallen ist, dass wir hier auch auf zwei Zeitebenen unterwegs sind. Das wurde sehr gut rübergebracht, so ein bisschen in der Gegenwart und wir sind in der Vergangenheit, erfahren eben dann auch, wo Ryland herkommt, wie er zu dieser Mission gekommen ist, was so die Hintergründe dann sind. Und das, finde ich, war eine wunderbare Mischung. Also ich fand das richtig toll. Es war auch immer klar, wo wir sind, wer uns vielleicht auch aus der Perspektive, aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart irgendwie was erzählt. Ich fand das richtig, richtig toll. Und es schafft auch Andy Weir mal wieder, dass man den wissenschaftlichen Erklärungen gut folgen kann. Natürlich erwarte ich auch ein bisschen was Spannendes, Wissenschaftliches. Wenn ich mich in den Weltraum begebe, ich möchte dann nicht einfach irgendwas Fantasievolles hören, sondern möchte da schon so ein paar Fakten dazu haben. Und das schafft wirklich Andy Weir mir wunderbar rüberzubringen. Also es ist nicht zu technisch, nicht zu theoretisch. Ich kann hier als normaler Leser, der jetzt auch nicht Quantenphysik studiert hat, wirklich folgen und habe hier wirklich großen Spaß dabei, mir diese wissenschaftlichen Informationen dann auch anzuhören. Es ist für mich wirklich schon eine Art Page-Turner gewesen. Ich habe das wirklich in kürzester Zeit gehört, habe mich mitreißen lassen, habe auch wirklich in vielen Momenten einfach gehört, weil ich Lust drauf hatte und war dann auch insbesondere über das sehr überraschende Ende sehr überrascht, über das Ende sehr überrascht so. Ich habe tatsächlich es gar nicht kommen sehen, ich habe auch viele Wendungen, waren sehr überraschend, aber nicht unlogisch oder ähnlichem, sondern wirklich, es ging einen Weg dahin und das hat Andy Weir ganz, ganz toll gemacht. Es gibt auch Gänsehautmomente, die ich wirklich auch ganz fantastisch fand. Und es ist wirklich so eine Reise wieder durchs All, wo ich einfach sage, ich fühle mich da auch zu Hause. Also mein größter Traum wäre ja tatsächlich mal auf dem Mond zu sitzen und in einem Café eine heiße Schokolade zu trinken und auf die Erde zu blicken. Und ich fühle mich hier tatsächlich im Grunde auch irgendwie zu Hause und denke so, ja, der Weltraum hat so viele tolle Dinge, hält der für uns parat. Und manchmal denkt man, man müsste eigentlich, ja, eigentlich sollte man auf der Erde wahrscheinlich erstmal alles gesehen haben, bis man ins All geht, aber das hat eben so einen ganz besonderen Charme. Und wenn man Interstellar mag, Gravity mag, diese Filme mag, ich glaube, dann hat man hier mit Der Astronaut auch ganz, ganz viel Spaß. Und auch wirklich als Hörbuch, weil Richard Barenberg definitiv schon eine Stimme hat, um wirklich dem Charakter, dem Protagonisten eine Stimme zu geben und auch wirklich die Atmosphäre dann rüberzubringen. Also ein wunderbares Buch, ein tolles Hörbuch, ein wirklich empfehlenswerter Hörgenuss, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und auch wirklich so meine Lust auf Science Fiction mal wieder gesteigert hat und ich hier wirklich große, große Freude hatte. Ich hoffe, euch hat mein Hörgenuss gefallen. Denkt an die Umfrage unten in den Kommentaren. Gebt da gerne irgendwie einen Daumen hoch für das Hörbuch, was euch auch am meisten interessiert. Schaut auch gerne bei den Mädels mit vorbei. Ich freue mich jetzt auf meine Abo-Liste und hier mal noch ein paar Videos mir anzugucken, was denn der Hörgenuss bei den anderen so war. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.